Bei der heutigen Strategie handelt es sich um Kurzfrist-Trading im Aktienbereich. Heute Morgen kam die Deutsche Post AG mit einem Minus von 2,1% in den Markt, also eine Kurslücke. Der Schlusskurs dieser Aktie war am Vortag bei 36 Euro. Und auch diese Strategie beinhaltet Minutenchart. Ich kaufe hier dann Zertifikate. Hier im Moment wären das ist circa 1500 Stück zu einem Preis von 70 Cent. Und die Strategie geht dahin, dass diese Kurslücke nach einer Bodenbildung, nach einer Stabilisierung durch ein 1, 2, 3 Tief auf der Long-Seite versucht wird, zur Oberseite hin zu handeln, ob letztendlich diese Kurslücke geschlossen wird. Lassen wir dahingestellt, wäre ideal. Und jetzt versucht sich der Markt hier zu stabilisieren. Er kommt hoch, aber letztendlich muss ich hier warten auf ein 1, 2, 3 Tief, um hier dann long gehen zu dürfen. Und ich schalte das Video wieder ein, wenn es soweit ist. Zwischenbilanz, also die Aktie läuft sehr stark jetzt nach oben. Sie hat mir noch keine Gelegenheit gegeben, hier einzusteigen. Wir hatten das Tief hier bei rund 34,60 und stehen aktuell bei 35,18 im Hoch. Jetzt mal schauen, ob wir jetzt irgendwann mal einen Rücksetzer bekommen, aus dem wir hier dann long in die Aktie einsteigen. So, nun hatten wir den Rücksetzer. Die hohe Kerze ging jetzt unter die vorhergehende runter. Sollte die nächste Kerze hier drüber gehen, ach, jetzt merke ich gerade, ich habe meinen Barcounter nicht drin. So. Die Kerze dauert hier jetzt noch 54 Minuten, hat gerade eine Sekunde. Sollte die hier drüber gehen, ist das hier für mich dann ein Long-Signal. Vorbereitet ist alles. 1506 Zertifikate. Jetzt warten wir mal noch kurz. Ich schalte mal wieder aus. Wenn es dann soweit ist, schalte ich wieder ein. So, ich bin jetzt long eingestiegen, hier mit dieser Kerze. Natürlich habe ich jetzt einen großen Fehler gemacht zu Beginn. Ich habe einen TAN-Generator, mein Depot nicht freigeschaltet. Das habe ich jetzt ganz schnell noch gemacht und in der Schnelle natürlich wieder die TAN falsch eingegeben. So, wir sind hier jetzt long eingestiegen in der Aktie. Dieser Rücksetzer könnte schon gereicht haben. Und dann schauen wir jetzt einfach mal, wie sich das weiterentwickelt. Das hier war der Zweierbereich, dann war das ganz ein engen Dreierbereich hier. Der Schein wurde gekauft, wurde jetzt eingebucht mit 0,74 Cent. Ist jetzt plus minus 0 aktuell die Position. Und hier reichen ja schon 10 Cent Aufstieg, um hier doch einen schönen Gewinn rausholen zu können. Ich hänge euch hier mal nebenhin noch das Zertifikat. So, das ist hier, das ist jetzt gerade auf 75 gesprungen. Wir sind jetzt mit dieser Position 15 Euro im Gewinn. Jetzt schauen wir mal. Hier sollte jetzt der Stopp sein. Also es wären so 72 Cent. Ich stoppe dann einmal wieder das Video und dann schauen wir weiter, wie sich das weiterentwickelt. Man könnte jetzt, wenn man die Meinung ist, dass diese Kurslücke geschlossen wird, jedes Mal, wenn wir hier wieder durch einen Rücksetzer, hätte man jetzt mit dieser Kerze eine weitere zusätzliche Position im Markt etablieren können. Natürlich muss man dann hier mittlerweile den Stopp doch eng fahren, aber so kann man aufbauen nach zur Oberseite hin, wieder warten, bis der nächste Ausbruch kommt über dieses Hoch, aus dem nächsten Rücksetzer heraus wieder eine Long-Position zu etablieren und dann letztendlich hier oben die gesamte Positionen zu schließen. So, wir stoßen jetzt mit der Aktie in einen wichtigen Bereich, was man auch hier am Zertifikat, hier am Papierableser kann.
Die Handelszeit, wo man dieses Scalp-Trading macht, beginnt hier erst ab 9 Uhr. Und dann muss man warten, bis ihn tief ausgebildet hat und der Rücksetzer und dann lang. Aber das Zertifikat taktiert ja schon vor der Eröffnung, also hier dieser Bereich. Und an dem sind wir jetzt aktuell bei 76 Cent. Wenn es hier jetzt drüber geht, das wäre natürlich positiv zu werten und unser Zertifikat ist aktuell 30 Euro im Plus. Ja, jetzt schauen wir einfach mal, wie sich das weiterentwickelt. Ich schalte dann wieder ein. Also es läuft schön weiter hier. Wir haben jetzt 9:29 Uhr, also seit dem Trade-Beginn 9:12 Uhr sind wir gestartet. 9:29 Uhr. Die Position. Der Schein ist jetzt schon mal auf 77 Cent gestiegen. Wir sind mit 45 Euro Gewinn aktuell hier drin. Und schauen wir einfach wieder weiter, wie es weiterläuft. Und nach jedem Rücksetzer, wie schon hier schon erwähnt, hätte man einen Long weiter einsteigen können. Hier war der nächste Rücksetzer mit dieser Kerze, hätte man hier wieder eine Long-Position zusätzlich aufbauen können. So nach dem System der Turtle Traders, die ja in einem starken Markt, Bullenmarkt, hier permanent aus jedem Rücksetzer heraus Positionen aufgebaut haben, die gleichen, und hier dann einen richtigen, wenn das Ding mal ins Ziel gekommen ist bei den Turtle Tradern, richtig fetten Gewinn rausgeholt haben. Ja, aber das ist so eine Geschichte. Da braucht man auch sehr viel Geduld, weil wie oft kommt es vor, dass man einen schönen Markt erwischt, der dann schön kontinuierlich nach oben durchsteigt und man hier letztendlich dann nicht plus minus null oder mit Verlusten ausgestoppt wird. So, ich schalte jetzt wieder aus, ich melde mich dann, wenn wir die Position schließen. So, ich würde jetzt dann gleich die Position schließen. Vielleicht juckt es noch einmal kurz um 1 Cent nach oben auf 79. Wir haben jetzt 78 Cent, das sind aktuell 60 Euro Gewinn. Ich erkläre euch dann auch noch einmal ganz grob, wenn ich den Trade dann jetzt abschließe, die Strategie dahinter, was ich hier jeden Morgen mache. Ich bin Trader, also ich verhandle diverse Szenarien, diverse Strategien. Das ist hier das Scalp Trading mit Aktien, sehr kurzfristig. Day Trading ist eigentlich schon wieder übertrieben zu sagen. Also ich halte die nie länger bis irgendwo 11 Uhr am Vormittag. Dann die Optionshandel und natürlich alles Mögliche, wie jeder andere auch. Dividendenaktien ins Depot einbuchen, um hier regelmäßig Dividenden zu kassieren, um hier dann auch erfolgreich zu versuchen, an den Märkten zu bestehen. So, jetzt gucke ich doch, ob das wirklich sich vielleicht noch nach oben ein bisschen absetzt noch einmal, um diesen einen Cent rauszuholen. Natürlich mit dem Risiko, dass das Zertifikat jetzt hier wieder runterjuckt auf 77. Vielleicht ist das jetzt auch wieder ein kurzer Rücksetzer, wo man dann wieder long weiter einsteigen könnte. Was steckt hinter dieser Strategie? Das ist die morgendliche Routine, die eigentlich jeder für sich selbst machen sollte, und das Universum mal anzuschauen, was ist über Nacht in den anderen Indizes passiert, über dem Teich. Und dann habe ich ja hier mein Options-Desktop, das ihr übrigens bei Stock 3 ehemals Guidance anschauen könnt. Das ist immer, das ist freigeschaltet. Das Optionsdesk, da kann ich dann, ich versuche es mal reinzuziehen, wenn ich hier zum Beispiel eine Nachricht anklicke, ja, das ist jetzt ein bisschen klein hier, da habe ich mein Nachrichtentool und da kann ich anklicken und dann nachschauen, was ist hier denn letztendlich passiert, warum reagiert die Aktie über Nacht so. Und dann hier auf TraderFox. Ich versuche das auch mal reinzukriegen. Hier Deutsche Post. Die fällt mir immer auf, wenn die hier oben mit einem sehr starken Minus reinkommt, so wie jetzt aktuell gerade die Vonovia mit 2,1.
Aber es ist vor 9 Uhr muss das sein und dann sind diese, fallen diese Aktien hier in mein Augenmerk, in mein Interesse. Dann lese ich die Nachricht der Deutsche Post, beflügelt Deutsche Post, da ist ja dann irgendwas passiert. Warum entsteht über Nacht eine Kurslücke von 2 Euro? Da gab es Nachrichten und diese Nachrichten lese ich dann erstmal die Überschriften durch und die sind alle durchgehend eigentlich positiv. Und dann muss man sich fragen, warum ist jetzt diese Aktie heute Nacht um 2 Euro gefallen? Das hat keine Substanz. Das ist keine fundamentale Nachricht, die das begründet. Deshalb ist daraus gehend dann die Strategie, dass ich hier jeden Morgen, wenn ich das sehe bei irgendeiner Aktie, einen Long Trade starte. So, wir hatten jetzt den Rücksetzer. Jetzt hoffe ich ja mal, ja, ich werde jetzt nicht mehr lange warten. Werde die Position dann schließen. Wir sind noch 60 Euro im Gewinn. Und dann ist sowieso hier Feierabend. Verkauf. Order eingeben. Ich zeige euch das einmal so teilweise hier drinnen. Das hier ist die Position. Rufe ich hier den Preis ab. Das hier unten muss ich rausmachen. Wir sind jetzt bei 78 Euro. Nach wie vor. Gucken wir mal schnell, ob das jetzt vielleicht sogar gleich da drüber hüpft. Also der Preis muss schon irgendwo bis hierher, dass ich hier eine Veränderung sehe dann. Also diese eine Minute warte ich jetzt noch und dann wird die Position geschlossen, unabhängig, wie es dann weitergeht. Die Kurslücke ist noch nicht ganz geschlossen, aber zum größten Teil, das muss man auch wissen. So, jetzt komm, machen einen kleinen Zug nach oben. 19 Sekunden, 18, 17. Schauen wir uns das dann noch an. Jawohl. So, jetzt spring um. Und Verkauf der Position mit einem, bin noch nicht rausgekommen, oh, jetzt tun wir trotzdem verkaufen. Jetzt werde ich hier wahrscheinlich noch ein Limit reinsetzen müssen, jetzt bin ich raus. Ja, zu 79 bin ich rausgekommen, das sind 75 Euro Gewinn, wo ich jetzt mit diesem Trade gemacht habe. So, nun wünsche ich euch noch Inspiration von diesem Video. Vielleicht kann der eine oder andere hier etwas Positives rausziehen und für sich abgewinnen. Für Fragen stehe ich natürlich immer gerne zur Verfügung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.